Ja, und wahrscheinlich dann in 2 Monaten Brasilien. Vielleicht gibt es ja da Sonderpunkte für WM-Stadien. Der offizielle WM-Song ist ja We Are One von Rapper Pitbull und Jennifer Lopez. Aber der offizielle Tanz dazu, der kommt aus Düsseldorf. Und ausgedacht haben ihn die Choreografen Markus Schöffel und André Kasel. Und vorgetanzt haben sie ihn jetzt auf dem Internationalen Kongress der Tanzlehrer in Düsseldorf. Für diejenigen, die sagen, wunderbar, aber ich weiß gar nicht, wie der geht. Im Prinzip ist es eine Choruschoreografie und die gehen wir ganz kurz durch. Und zwar einfach der rechte Arm nach oben, put your hands up in the sky. Jetzt winken wir langsam von rechts nach links. Wir machen das spiegelverkehrt mal mit. Und am Ende sagt together we are one. Geht's nach vorne. Und so sieht der WM-Tanz dann in der Praxis aus. Markus Schöffel und Andreas Kasel haben sich ein paar Tanzlehrer geschnappt, um die neue Choreografie schon mal zu testen. Die Schritte sind partytaugliche Animationsmoves, kann man einfach sagen. Es ist eine Stadionchoreografie. In diesem Fall ist es tatsächlich, das ist neu für einen WM-Song, ein Crossover aus Hip-Hop-Teilen, aus Rap-Teilen, Dance-Teilen. Und dann schon wieder der klassische Samba-Rhythmus, also Latino ganz klar. Die typische brasilianische Laola-Welle darf natürlich in einem Stadion gar nicht fehlen. Und deswegen haben wir sie auch in die Choreografie eingebaut. Also im Prinzip ist es wirklich so ein leichter, wiederholender Mitmach-Move. Vor 3 Tagen hatten sie vom Musiklabel das Okay bekommen, dass sie den WM-Song offiziell in ihren Tanzschulen verbreiten dürfen. Tanzlehrer und Choreograf Markus Schöffel machte sich sofort an die Arbeit. Dann haben wir uns über Nacht eingeschlossen quasi, über Nacht gebastelt und haben eine Choreografie drauf gemacht, die halt jeder mitmachen kann. Die Tanzlehrer sind aus der ganzen Welt angereist, um sich beim Tanzlehrerkongress in Düsseldorf neue Trends anzuschauen. Dass sie auch noch den neuen WM-Song mit in ihre Tanzschulen nehmen können, ist für viele ein besonderes Highlight. So wie die Stimmung heute und gestern war, glaube ich, ist der ziemlich cool. Er wird auch in den Kursen, glaube ich, sehr gut laufen. Mein Kurs wird das auf jeden Fall volle Kanüle nach Ostern anfangen. Und in meinen Kursen werde ich das Lied als Disco-Fox spielen, dass die dann mittanzen und mitgrooven können. Innerhalb von nur 5 Minuten hatten hier alle die Schritte drauf. So muss es sein bei einem Tanz, der während der WM die Massen zum Toben bringen soll. Aber das Allerwichtigste ist natürlich der Spaß an der Sache. Und die Musik ist so fetzig und die lädt ja wirklich mit dem Olé Olé zum Mitmachen ein. Und ja, ich glaube, dass jetzt darauf wird wirklich Deutschland tanzen. Und vielleicht ja nicht nur Deutschland. Dieser Tanz soll im Sommer die ganze Welt erobern.